habe ich heute ein 10 Fakten über Salinera-Video für euch. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Fakt Nummer 1 ist, dass sie sehr groß ist. Sie hat 1,80 Meter. Ich habe es gerade noch mal verraten müssen. Ja, doch, sie ist auf jeden Fall größer als Rovinio. Genau. Fakt Nummer 2. Sie ist eine Stute. Ich wollte das jetzt eigentlich immer noch mal nachher haben, aber sie kam einfach und ich habe mich irgendwie sie verguckt und dann war es um mich geschehen. Und ja, jetzt bin ich Stutenbesitzer und bin gespannt, was das alles so mit sich bringt. Fakt Nummer 3. Ihr Vater heißt Stedinger und ihr Muttervater heißt Argentinus. Und soweit ich es recherchiert habe, ist Stedinger für die Dressurabstammung verantwortlich und Argentinus für die Springabstammung. Also eigentlich sollten die beides können. Und wenn der Springsattel dann passt, der Sattel kommt bald, werden wir uns auch an die ersten Sprünge machen. Ich bin sehr gespannt. Da ist übrigens noch die kleine Ratte. Gucke ich da manchmal noch drüber, weil meine Trainerin mich reitet. Genau. Fakt Nummer 4 ist, dass sie auch ein Schwarzbrauner ist. Sie ist nicht so richtig rappe, aber sie ist auch nicht echt braun. Ja, sie ist eben schwarzbraun, je nachdem wie das Licht fällt, ob Sommer- oder Winterfell. Und ja, Fakt Nummer 5. Bis jetzt sieht es so aus, als müsste ich sie überhaupt nicht scheren im Winter. Sie hat nämlich noch quasi überhaupt gar kein Winterfell und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. So, jetzt geben wir die Hände aus. Fakt Nummer 6. Fakt Nummer 6 ist, dass sie super bequem ist im Trab und ich mag es total, sie auszusitzen und habe schon fast das Gefühl, dass ich im Aussitzen viel besser mit ihr arbeiten kann als im Leichtraben. Und ja, genau. Fakt Nummer 7 ist, dass sie sich nicht in der Halle wälzt bis jetzt. Also vielleicht ändert sich das noch, aber ich habe sie jetzt 2-3 Mal nach der Arbeit in die Halle gelassen, ja, damit sie sich wälzen kann und nichts passiert. Sie wälzt sich nicht. Also auf dem Paddock, ja, auf der Wiese auch, in der Halle nicht, in der Box wälzt sie sich auch. Genau. Fakt Nummer 8. Fakt Nummer 8 ist, dass sie, obwohl sie schwarz-braun ist, Grundstufe ist, steht ihr rosa und pinkig. Komisch, wer mich kennt, weiß, dass das eigentlich meine Lieblingsfarbe ist, gerade so bei Schabracken, aber ich trenne mich tatsächlich von fast all meinen Schabracken und werde auf schlichte Sachen umsteigen, weil diese ihr einfach besser stehen. Fakt Nummer 9. Sie steht zwischen zwei Wallachen in einer Paddockbox und kommt mit beiden sehr, sehr, sehr gut klar. Verdreht den Jungs so ein bisschen den Kopf. Und Fakt Nummer 10. Welchen nehme ich denn? Ich habe so viel zu erzählen. Ich glaube, Fakt Nummer 10, relativ spannend ist noch, dass sie einen kleinen Kopf hat. Tatsächlich ist sie ja sehr viel größer als Rovinio und ich musste auch viele Halfter abgeben, aber nicht alle. Also einige passen tatsächlich noch natürlich dann in der größten Einstellung, aber es passt. Und ja, die Trenzen konnte ich zum Glück auch alle behalten. Da musste ich teilweise noch mal ein Loch reinmachen, aber es ist vollkommen in Ordnung. Genau. Ansonsten die Gurte, Sattelgurte passt nicht mehr. Die Winterdecken sind zu klein, aber immerhin Trenzen und ein paar Halfter konnte ich noch übernehmen. Und genau. Ups. Ja, das waren schon 10 Fakten über Salinera. Bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal, wenn ihr noch mehr von meiner Stute und mir sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Ciao!